Happy Saturday haben wir jetzt. Ich bin schon im Parkhaus auf der Messe. Wir haben 11:45. Ja, ich würde sagen, let's go. Vielleicht mache ich meine Haare gerade noch ein bisschen ordentlich, aber ansonsten auf dem Weg hierhin hat es zwischendurch so ein bisschen geschneit, hagelt. So Graupelschauer nennt man das, glaube ich, ne? Und dann musste ich darüber nachdenken, dass letztes Jahr, als ich hier auf der Messe war, sind wir mit Flipflops und mit so einem, also ohne Jacke, ohne nichts einfach hingekommen. Mit Flipflops, selbst die Jeans, die ich anhatte, war viel zu warm mit meinem Sommertop. Und jetzt haben wir 6 Grad draußen und es ist einfach arschkalt. Also nicht, dass ich mich über kalt beschwere, das wisst ihr ja. Ganz im Gegenteil. Aber es ist schon krass, wie einfach der Unterschied zu letztem Jahr ist. Ich würde sagen, ich blubber nicht lang. Ich habe meine Karte dabei. Ne, doch, ist die hier drin. Ich habe alles selber bezahlt. Selbst gekauft. 12 Euro gekostet. Und was mich auch noch Geld gekostet hat, ist der Kurs, den ich heute belegt habe. Ich hatte ursprünglich einen ganz anderen Kurs belegt bei einer Lady, die aus Australien, glaube ich, kommt, müsste das sein. Ich weiß nicht, es gibt halt einen Grund, warum sie jetzt doch nicht kommen konnte, wo ich extrem enttäuscht bin. Und dann mussten die den Kurs halt absagen, dann kann halt die Messe auch nichts für. Und jetzt habe ich halt einen anderen Kurs gebucht, der auch ganz cool ist, aber der nicht, weiß ich nicht. Ich dachte mir, okay, dann wenn ich fahre eh hin und ich will eh mal einen Kurs in sowas in die Richtung machen. Gucke ich, was es sonst noch gibt. Mache jetzt was mit Esspapierblumen, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Vielleicht kann ich da so viel von lernen, dass ich das mal in einem Video dann in ganz grober Version zeige. Für all diejenigen, die halt keine echten Blumen auf Torten haben möchten, dachte ich, vielleicht ist das eine Option. Kommt drauf an, wie viel ich lerne, das weiß ich ja noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe jetzt hinten im Kofferraum noch ein paar Sachen aus meinen Kursen, die wir ja gestern geholt haben. Die muss ich gerade noch in eine Tüte packen und dann geht's los. Aber genug geschnackt. Willst du drauf sein? Nein? Nee, egal. Wie viele haben wir denn jetzt? 14:09, glaube ich. Kurz nach zwei. Ja, kurz nach zwei. Ich war schon erfolgreich, ich habe ein bisschen geshoppt und wir waren gerade da, ist ein Geldautomat, Geld abholen. Ich geniere mich gerade irgendwie vor. Ich habe die Marion bei mir, die ist auch aus der Community und sie begleitet mich über die Messe. Wir haben jetzt schon ein paar Leute auch gesehen. Und um 15 Uhr geht ja mein Kurs los. Ich bin mal gespannt, sagen wir so viel. Im Moment ist mein Eindruck der Messe mal wieder sehr durchwachsen. Und die letzten Jahre auch. Aber mal gucken, es gibt auch nicht so viel zu filmen, weil es einfach nur rappelvoll ist. Es ist rechenvoll. Aber, ja. Ich habe auf jeden Fall schon eine Kleinigkeit gekauft. Was das ist, zeige ich euch nachher im Auto wahrscheinlich. Hey alle, ich bin schon auf der Messe seit einigen Stunden. Ich bin aber jetzt in einem Workshop von 15 bis 18 Uhr. Aber danach werde ich versuchen, an den Haupteingang hier irgendwo zu gehen, sodass man mich eventuell noch treffen kann, falls mich jemand sehen möchte.
Mein Kurs ist zu Ende. Blümchen am Start. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir früher fertig geworden sind als gedacht. Wir sind hier unten in so einem Korridor gewesen. Und jetzt weiß ich, dass die Nicole sich mit einigen Mäusen aus der Community um 18 Uhr vor der Türe treffen wollte. Ich gucke mal, ob da schon einige sind. Dann sage ich da auf jeden Fall mal Hallo. Okay, Messe ist zu Ende. Ich bin gerade noch mal kurz in die Halle reingegangen, weil ich den Mäusen von Superstreusel Hallo sagen wollte. Die haben mir auch noch was mitgegeben. Und dann habe ich noch das gekauft und noch ganz viel gekauft, was ich gleich an euch verlose. Ungeplant, aber machen wir das. Eigentlich wollte die Nicole sich noch hier mit ein paar Leuten treffen, aber irgendwie finde ich das nicht. Ich weiß nicht, ob ich an den falschen Ausgängen geguckt habe, aber ich konnte leider nichts finden. Ich stehe hier gerade bei McDonald's, gerade meine Tasche hochgeholt und weil ich vergessen habe, dass ich eine Blume hier liegen habe, draufgestellt und schon ist hier ramponiert. Also ich glaube, ich bleibe bei echten Blumen. Sind wieder in der Backstube. Halleluja. Ach, ich glaube, ich muss mich einmal kurz sortieren. Mir die Haare aus dem Gesicht machen. Die machen mich gerade voll verrückt. Und dann wollte ich euch zeigen, was ich gekauft habe. Wow, das Licht gibt mir gerade alles. Sekunde. Okay, ein bisschen besser. Sehe schon relativ kaputt aus. Bin ich auch so ein bisschen. Aber es geht eigentlich noch. Es war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz toll. Ich hatte eine fantastische Zeit. Ich muss an dieser Stelle auch nochmal ein dickes Küsschen an die Marion an dich richten, mein Herzchen. Danke, dass du mit mir gegangen bist und dass du quasi so ein bisschen meine Assistentin warst und mich einfach auf der Messe mit den ganzen Fotos und so, dass du mich da einfach so lieb unterstützt hast und mir einfach zur Hand gegangen bist. Letztes Jahr hatte ich eine Freundin von mir dabei, die Jenny, die konnte dieses Jahr nicht. Und ja, deswegen wäre ich so ganz alleine ein bisschen aufgeschmissen gewesen, war daher super dankbar, dass du dabei warst. Also ganz dickes Küsschen, ich danke dir ganz, 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 ganz doll von ganzem Herzen. Also an sich war der Kurs auf jeden Fall super cool, auch die Nicht-Mentorin, die Dozentin, sagen wir einfach mal so. Ganz toll, hat halt auf Englisch offensichtlich unterrichtet, was für mich ja irgendwie so das Problem ist. Es gab aber natürlich noch eine Dolmetscherin, die auch vorne saß und die mitgesprochen hat. Ja, das heißt, der Kurs an sich war auf jeden Fall supi. Nichtsdestotrotz habe ich schon wieder nochmal festgestellt, dass sowas Modellieren einfach nicht, auch wenn es nicht richtig Modellieren bei Wafer Paper ist, aber es ist einfach trotzdem überhaupt nicht meine Welt. Das, ja, doch, ihr könnt sehen. Die lebt jetzt da. Ich stelle sie in ein Glas oder so, keine Ahnung. Oh, Moment, ich kriege einen Anruf. Ich wollte euch eigentlich einmal zeigen, was ich gekauft habe, weil ich ein, zwei Sachen doppelt und dreifach habe, die ich, glaube ich, einfach gerne wieder an euch verlosen möchte. Ich denke, das ist immer ganz schön, euch so auch daran teilhaben zu lassen, obwohl ihr vielleicht nicht da wart. Das erste, was ich gekauft habe, was ich hier in so einer Brötchentüte bekommen habe, ist ganz, ganz am Anfang stand, war ein Stand, der Pulverfarben verkauft hat. Und da hat ein so ein Tütchen 1 Euro gekostet. Das heißt, ich habe 10 Tütchen mitgenommen. Ich werde keine 10 Gewinner machen, sondern ich gucke mal, dass ich eventuell 2 oder 3 Gewinner mache. Und die anderen Tütchen, die ich jetzt hier noch über habe, mal gucken, ob ich die dann so zwischendurch immer in Giveaways und so halt mit dann dazu schmeiße, dazu verwurste. Jeweils die wandern, das sind 3 Stück. So, die wandern mal in den Gewinntopf. Mal hier rüberlegen. Dann habe ich noch 4 verschiedene für mich. Einmal so ein, also so ein, weiß ich nicht, so eine Farbe, so ein relativ dunkles Silber, so ein richtig gelbes Gold. Und hier so ein, hier steht, Inhaltsstoff, Pulverfarbe, bunt. Also auf jeden Fall die Farbe noch. Das heißt, die 3 sind mitgekommen. 4.
Dann habe ich jetzt ganz, ganz am Schluss war das. Sie hatte ich nämlich vorher nicht gesehen und ich kannte sie auch noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die sympathische Dame hier kennt. Özgler heißt sie, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie macht so ganz tolle... Ich finde, die sehen halt auch ultra schick aus, ne? So Backenmischungen. Und davon habe ich 3 Stück. Eine wollte ich behalten. Und die anderen, die sie... Also sie hatte mir einfach 3 Stück mitgegeben. Das heißt, 2 wollte ich dann auch verlosen. Da steht ideal für Tortenböden, Muffins, Kugelhupf, Kastenkuchen, Biskuitrollen. Und dann stehen hier hinten halt die verschiedenen Zubereitungen und was man da am besten macht. Das heißt, da behalte ich was. Dann, Moment. Okay, ich kipp's einfach aus. Dann war ich jetzt ganz am Schluss auch noch bei Superstreusel als auch bei Happy Sprinkle. Hab beiden Hallo gesagt. Ich denke, ihr wisst ja, dass die mir zwischendurch Produkte und so zuschicken. Und das haben die, naja, die haben halt gefragt, so ja, falls ich da wäre, sie würden sich total freuen, wenn ich mal vorbeikomme. Sie würden mich gerne kennenlernen. Und ich habe mit beiden jeweils gequatscht. Und Superstreusel jetzt ganz am Schluss hat mir auch noch Streuselmischungen mitgegeben, die ich auch unbedingt an euch verlosen möchte. Ich habe jetzt hier eine, die ist ganz neu, das ist mit so Flamingos, die wollte ich behalten. Und dann habe ich hier aber 3 Stück, die ich gerne verlosen möchte. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie ich das mache, dass es gleich aufgeteilt ist. Wahrscheinlich behalte ich eine Mischung auch nochmal für einen zukünftigen Giveaway oder sowas, aber 2 wollte ich auf jeden Fall auch in das kleine Päckchen tun. Dann, das war so witzig, haben die mir mitgegeben, diese Schokokugeln in Gelb und in Pink. Obwohl das für mich rot ist, aber halt. Die haben die mir mitgegeben, weil ich einmal in der Story erzählt habe, dass meine Cousine, die Nina, die gerne so isst. Und dann meinte ich so, ach so, Moment, hier, noch für deine Cousine, damit die mehr zum Naschen hat. Und haben die mir die beiden noch mitgegeben, das fand ich sehr charmant. Dann die vorletzten Sachen... Ich hatte ursprünglich einen Kurs gebucht bei der Faye. Das ist eine, ich glaube aus Australien kommen die. Da kommt sie. Sie konnte aber nicht kommen. Ich glaube, das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Der Grund, das weiß ich jetzt mittlerweile, weil ich gefragt habe, der Grund ist, dass ihr Mann leider ganz schlimm krank ist. Aber sie hatte trotzdem einen kleinen Stand, wo sie ihre Pulverfarben verkauft, wo sie relativ bekannt für ist oder wofür ich sie auf jeden Fall kenne. Und da habe ich auf jeden Fall... 6 Pulverfarben mitgenommen. Die haben 3 Stück, haben 20 Euro gekostet. Also es ist auf jeden Fall keine günstige Pulverfarbe. Ich denke, das liegt auf der Hand. Nichtsdestotrotz wollte ich die aber unbedingt mitnehmen, weil sie für mich irgendwie so voll das Vorbild ist. Und wie sie die benutzt und so, das ist einfach so einmal in Mokka. Einfach dieses, sind alles so ganz helle, neutrale Töne eigentlich. Das hier ist Ivory Champagne. Das hier ist Mokka. Ich glaube, ihr seht, wie hell und dezent die sind. Dann habe ich hier Pearl White. Das hier ist Signature Gold. Das ist eher so ein etwas dunkleres, rustikaleres Gold. Dann habe ich hier noch Pistachio, also so Pistazie. Das habe ich noch. Und das hier ist Rose Quartz, heißt es, glaube ich. Also Rosenquarz. So, das heißt, die habe ich mitgenommen und die waren halt doch relativ teuer. Aber die sind so wunderschön. Die und das letzte, was ich mitgenommen habe und was auch nicht ganz günstig war, ich aber unbedingt ausprobieren wollte, weil ich das auch im Internet schon gesehen habe, sind diese Sweet Stamp, heißt das. Und zwar sind das so, Moment, ich zeige euch das mal, sind das solche Buchstaben, die man halt da rausholt offensichtlich und die sind so relativ, die sind so dick, doof zu erklären. Und die klemmt man dann hier auf so ein Silikonboard und damit stempelt man dann halt auf Torten oder so. Ich glaube, hier kann man das ganz gut erkennen.
und malt das Ganze dann so nach. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eigentlich eine ganz hübsche Sache, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Und für dieses Dreier-Set hier habe ich bezahlt fast 60 Euro. Also auch ein relativ teurer Spaß, aber das ist schon alles. Teilnahmebedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox, wie immer, wird aber natürlich auch wie immer super einfach sein. Ich trinke mir jetzt einen Kaffee und dann fange ich direkt an zu arbeiten. Also, bis später. So, ihr Lieben, guten Abend. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob man das gelesen kann, 23 Uhr. Mein Tag war lang genug. Meine Torte hier ist fertig. Eigentlich echt mega süß geworden. Ich habe direkt hier für diesen Schriftzug das benutzt, was ich eben auf der Messe gekauft habe. Ich dachte mir, das ist eigentlich eine perfekte Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Das heißt, die habe ich benutzt. Plus hier sind halt noch... Ah, okay, das kann man es eigentlich ganz gut sehen. Das sind halt so Plastikdinger, die dann da rauskommen. Und die klebt man hier dieses Silikonbrett, wo jetzt eine Folie drüber ist, und dann wird das halt so auf die Torte gedrückt und dann wird halt dieses angedrückte, aufgedrückte, wird dann halt nachgemalt. Und das hat bei mir jetzt ziemlich gut funktioniert, vielleicht auch mit ein bisschen Übung, aber ansonsten eigentlich ganz cool. Ja, mein Männer kommt mich jetzt gleich abholen und dann fahren wir nach Hause und die Torte bringe ich dann morgen früh zur Kommunion. Und dann muss ich mich um mein Sonntagsvideo kümmern. Und dann versuche ich auch mal etwas schneller das Video hier zu bearbeiten. Aber ich habe jetzt in den letzten drei Tagen habe ich das Video gefilmt, die Erdbeertörtchen habe ich gefilmt, ein Unboxing habe ich gefilmt, eine Review habe ich gefilmt. Und den Vlog habe ich gefilmt. Also es sind 5 Videos, die jetzt auf Verarbeitung warten. Weil jetzt aber so nichts mehr passiert und ich jetzt wirklich nur noch darauf warte, dass mein Männer mich abholen kommt, wollte ich mich schon mal verabschieden, weil ich weiß, dass wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es wahrscheinlich nachher auch nicht mehr machen, weil ich nur noch total müde ins Bett fallen werde. Ich könnte einen drauf lassen, dass ich gleich wie ein Stein schlafen werde und ziemlich schnell einschlafe, weil ich gleich einfach nichts mehr mache. Normalerweise, wisst ihr ja, gehe ich immer an den PC. Und Rödel arbeitet dann einfach noch so ein bisschen vor mich hin. Für heute habe ich aber nichts mehr, was ich machen muss. Und fall gleich einfach nur total zufrieden ins Bett. Ich freue mich schon. Ja, ich wollte mich aber einfach bedanken, dass ihr mit mir durch den Tag gegangen seid. Vielleicht die beiden Tage. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich mache 2 Videos daraus. Lasst mich das mal bitte wissen. Vielleicht für alle diejenigen, die jetzt so lange geguckt haben. Würdet ihr bevorzugen, dass ich solche Videos in 2 Teile mache? Das heißt wirklich jeden Tag ein Video, auch wenn der Tag dann mal kürzer ist. Oder mögt ihr lieber ein langes Video? Weil bei mir ist es oft so, dass ich, wenn ich solche Vlogs gucke, dann einfach mega lange Videos bevorzuge. Ich flitze mich dann irgendwo hin und ziehe mir die rein oder ich gucke die, während ich am Arbeiten bin. Also ich mag immer gerne lange Videos. Aber ja, ich weiß ja nicht, wie es da euch geht. Also lasst mich das auf jeden Fall mal wissen. Vielleicht machen wir hier oben in der Infokarte eine Abstimmung oder einfach unten in der... da leuchtet irgendwas. Ich glaube, mein Akku ist hier gleich leer. Oder unten in den Kommentaren. Lasst mich das einfach wissen. Lieber 2 kurze Videos oder ein langes Video. Das wäre super. Ja. Aber dann würde ich sagen, danke, dass ihr mit mir durch den Tag gegangen seid. Beide Tage. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wäre schön. Dickes Küsschen, Licht und Liebe, ganz viel gute Energie, so wie ich sie heute hatte. Und wir sehen uns. Macht's gut.